Richard Tuttle ist ein schmaler, zierlicher Mann mit einer zarten Stimme, der aber umso eindrucksvoller erzählen kann über alles, was er sich gedacht hat oder was man sich denken könnte und warum er was wie gemacht hat. Also das ist ein unendlicher Strom von Gedanken über alles, was man zwischen Philosophie und Esoterik und Poesie und Handwerklichem entwickeln könnte. Also hat auch uns sehr fasziniert. Daraufhin haben wir auch die ersten Arbeiten erworben. Diese Arbeit, The Baroque and Color, haben wir aber in Wien in der Galerie Hubert Winter gefunden. Und uns hat einfach diese ja sehr bestimmte, dominante Skulptur interessiert, also eine Figur, die eigentlich überlebensgroß ist und wahnsinnig starr in ihrer Stundenglas-Silhouette, aber andererseits auch wahnsinnig zerbrechlich mit diesem sehr zarten Papier. Also dieses einerseits sehr dominante, mächtige und andererseits außerordentlich zarte und verletzliche, das fanden wir daran interessant. Und natürlich ist es auch interessant, wenn man noch mehr herumgehen kann, wie die Farbe verteilt ist und wie diese Pinselschläge, das sind ja fast keine Pinselstriche, sondern man glaubt ja ein bisschen was von einer Rhythmik mitzubekommen.